auch unseren nächsten Kandidaten, den hat es früh vor die Kamera gezogen. Der hat mit lustigen Videos für YouTube begonnen. Daraus geworden sind mehrere Bücher, Kabarettauftritte, Zeitungskolumnen und Podcasts. Damit hat er letztes Jahr zum Beispiel den Ö3 Podcast Award gewonnen. Also der hat schon ziemlich alle Kommunikationskanäle durch. Jetzt ist das österreichische Farbfernsehen dran und das freut uns sehr. Hier ist Paar 02, der Influencer und Kabarettist Michael Buchinger und Herbert Stanonik. Auch er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Knaller, der YouTuber und Kabarettist Michael Buchinger. Mein Name ist Michi Buchinger, ich bin Kabarettist und Influencer aus Leidenschaft. Und ich würde sagen, die meisten Leute, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich aus dem Internet. Da mache ich lustige Videos. Hello Friends, Hello Friends, Hello Friends, Michael Buchinger hier. Michael Buchinger ist in den sozialen Netzwerken wie YouTube und Instagram ein echter Star und zählt zu den größten Nachwuchskabarettisten in Österreich. Ich habe das Gefühl, die Leute fragen immer Influencer, was können die überhaupt, was ist deren Talent? Oh. Und ich bin bei Dancing Stars dabei, um den Leuten zu zeigen, ganz sicherlich nicht tanzen. Schritt, Ferse, Schritte. Schritt, Ferse. Was ist Ferse? Hinten. Hinten ist Ferse, genau. Eins, zwei, drei. Die ersten Trainings waren für mich schon ziemlich anstrengend, weil du kriegst dann halt mal so ein bisschen Realitätswatschen. Aber nicht so. Du kriegst mit, okay, was kann ich? Und vor allem in meinem Fall, was kann ich nicht? Und richtige Fersen, geh ruhig. Also mir ist ein bisschen das Lachen vergangen bei der ersten Probe. Aber muss ich selbst singen? Bin ich der Sänger? Aber das ist dann gleich wieder gekommen, weil es mit mich einfach super lustig ist. Vielleicht können wir das noch einrichten? Ja, das wäre geil. Als Tanzschüler würde ich mich bezeichnen als doch sehr geduldig und offen, Neues zu lernen. 7, 8. Ich verstehe nur nicht immer alles. So, das ist auch eine Zeichnung, die Sinn ergibt. Das ist sowieso. Das wär's ausgerutscht. Ja, so ein bisschen, als würde es kurz vor einer Schlägerei stehen. Ja, wie so oft. Denk mal so, ich könnte ja einfach eine ruhige Kugel schieben und sagen, na, ich spüre da jetzt, ich schau mir das an, wenn ich in der zweiten Folge rausfliegt, so what, dann habe ich eine gute Zeit gehabt. Das ist so eine Kamasutra-Position. Das weiß ich nicht. Die Schere, klingt so. Das weiß ich nicht. Scissors ist das. Und man rutscht dann schon ganz schnell wo rein, wo man sich denkt, ja, ich möchte den Leuten schon zeigen, was ich kann. Paar 02 tanzt Paso Doble. Hier sind Michael Buchinger und Herbert Stanonik.
Vielen Dank. Dieser Wurf war mir echt nicht wurscht. Der hat sich hier ein bisschen angehört, schwer nach 6 Wochen Reha. Aber ja, du möchtest nicht meinen linken Oberschenkel sehen. Alles der blau? Ist wirklich durchblau. Alle Farben des Regenbogens. Es war schwierig. Aber wir haben es hinter uns. Die Ärzte haben gesagt, dass wir runtergehen, weil dann ist der Abstand zum Boden. Das ist die Sache, weil am Anfang haben wir wirklich so aus 1,5 Meter Entfernung am Boden kaut. Und da merkt man mal mein Commitment. Also mir war das wirklich wichtig. Absolut, alles für die Show. Und dann gleich mit einem der dramatischsten Tänze Paso Doble. Hast du dich mit diesem Drama gleich anfreunden können? Nein, zu 0,0, weil ich würde sagen, wir sind schon beide sehr lustige Menschen, der Herbie und ich. Wir sind so richtige Gardepuppen. Und dass du dann mal so ernst sein musst. Und ich glaube, wenn ich die Story richtig verstanden habe, du musst irgendwie einen Stier vertreiben in diesem Tanz. Mit dem kann ich mich natürlich nicht so identifizieren. Nein, das glaube ich. Du bist normalerweise, oder zumindest kommst du in deinen Videos immer so tiefenentspannt rüber. Mhm. Wie entspannt gehst du in eine solche Show? Weil es ist ja für dich auch Neuland. Es ist absolutes Neuland. Ich freue mich, was Neues lernen zu dürfen und dann noch für so einen Profi wie dem Herbie, weil ich muss sagen, es ist ja Herbies erstes Mal bei Dancing Stars. Und ich finde, ja, das ist einen Applaus wert, weil er macht es. Hallo! Er ist sehr geduldig mit mir. Ja. Und ich finde, mit so einem Mann an meiner Seite kann ich das gar nicht so schief gehen. Nein, eh nicht. Aber Herbie, das Material nicht in der ersten Show schon kaputt machen, weil wir brauchen euch noch. Du hast Unterstützung auch von deinem Freund und Familie, sind alle richtig, da heute, gell? Richtig, sind alle da. Der Dominik, meine Eltern, mein Papa, meine Managerin, super. Alle da. Dann kann ja eigentlich nichts schief gehen, Maria. Da war viel Drama zu sehen. Da war viel Drama zu sehen, ja. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn du mit der Martina tanzt. Ja, probieren wir's. Martina, hast Zeit. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, ob das jetzt wirklich der Michael war, den wir da gerade im Training gesehen haben und jetzt da auf der Fläche. Ja. Weil das war sehr gut. Es war viel Körperspannung. Es waren irrsinnig schöne Körperlinien, das, was eigentlich im Paso Doble auszeichnet, das, was wichtig ist beim Paso Doble. Ich bin gespannt, wie es dann in Tänze funktioniert, wo die Hüfte zum Einsatz kommt und wo grundsätzlich mehr Rhythmus ist. Ja. Der Tanz ist natürlich jetzt für euch als Paket perfekt zum Losstarten. Ich würde sagen, macht fokussiert weiter und sehr ausbaufähig. Dankeschön. Lieblingstanz Paso Doble, Bolasch. Wie hat dir dieser Paso Doble gefallen? Soll ich einfach weitermachen? Ja. Ja, Reh, du bist eh schon ja, gerne, nur eine Woche da. Ich wollte euch nur beschützen. Dann bitte. Ja, es ist eigentlich faszinierend, wie gut du ohne Schritte eine Paso Doble kaschiert hast. Aber ja, meine ich jetzt wirklich nicht ironisch. Ja. Ich bin ja nie ironisch. So, es hat mir, glaube ich, gefallen. So. Oh. Wow. Und dann machen wir gleich weiter, Barbara. Besser wird's nicht. Also ich finde, ihr harmoniert als Paar sehr, sehr gut. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist ja so ein, wie du gesagt hast, so ein Stierkampf. Mhm. Ich habe bei dir oft so eine leichte Anspannung, ein bisschen was Ängstliches gesehen. Ich hätte mir so ein bisschen mehr was Kämpferisches in deinen Augen gewünscht. Wenn das Stier ist, muss ich auch ja Angst. Entschuldigung. Naja, ihr seid ja jetzt 2 Toreros, also so ein bisschen, aber das kommt sicher und ich freue mich sehr auf fröhliche Tänze mit dir und das Ende wirklich phänomenal, aber auch dein Ausdruck wirklich unglaublich toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dankeschön. Danke. Ja, ich finde auch, bei allen Verblödeln, da war viel Fleiß dahinter in den letzten Wochen, wie bei allen Paaren, hat man gesehen. Danke dir, euch. Danke. Herbert und Michael haben das Drama hinter sich. Damit die nächste Show kein Drama wird, damit die beiden nächste Woche nicht gehen müssen, brauchen sie Anrufe und SMS 090 10 59 09 02. Cheers. Es war vielleicht kein Paso Doble, aber es war viel Drama dabei und tolle Effekte. Wie ein nassen Fetzen hat er dich in die Ecke geworfen. Eben, und das haben wir wochenlang trainiert und es fühlt sich, also ich brauche das jetzt, ich möchte es öfter so hingeworfen zu werden. Nein, ich meine das ernst, es macht Spaß. Ich glaube, der Ausdruck sich wo einhauen, ganz andere Bewertung. Voll einig hat.
Michi, du hast zu Hause ein Vision Board und da steht seit ein paar Jahren schon drauf, dass du zu Dancing Stars willst. Erstens, was ist ein Vision Board und warum wolltest du zu Dancing Stars? Ja, ein Vision Board ist etwas, wo man quasi Bilder, so Bildcollagen macht von Dingen, die man gerne in seinem Leben hätte. Und der Sinn dahinter ist, du schaust es dann jeden Tag an und irgendwann manifestiert es das Universum, dass du dann tatsächlich zum Beispiel in meinem Fall zu Dancing Stars kommst. Und es hat 5 Jahre lang gedauert, aber es ist passiert. Und es ist so wie eine Pizza, die du bestellt hast, die halt einfach 5 Jahre zu spät kommt, aber jetzt bin ich da. Ja. Und das finde ich super. Ich freue mich, dabei zu sein. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich als nächstes auf mein Vision Board schreibe. Vielleicht das Finale. Ja? Na, ist das, sicher. Ist das das Ziel? Oder ist dabei schon fast Halbfinale wird auch reichen. Okay, gut. Ich möchte die Latte nicht zu hoch setzen. Um die Follower geht es dir nicht, weil du hast schon genug, oder? Ich habe einige, über die kann ich mich echt nicht beschweren, die sind alle ganz leer, es werden schon ein paar neue dazukommen, aber ich muss sagen, es gehen auch täglich einige, die sich denken, weißt du was, von Michi reicht's mir, Havidere. Liken die auch, liken die nur oder voten die auch, glaubst du jetzt? Ich hoffe, die voten auch, also ich habe jetzt ganz, ganz fleißig diese Nummer geteilt und ich bin sicher, die werden anrufen und SMS schicken. Du kannst jedenfalls mit Hatern umgehen, glaube ich. Das ja, auch. Mittlerweile. Ja, ihr könnt, an dieser Stelle könnte man zur Jury schauen. Nicht? Also, Paso Doble, wie ist der angekommen? Ich bin zuversichtlich, Maria. Kein Hate. Aber fürs Finale müssen wir noch ein bisschen was draufpacken. Ja. 5. Barbara. Ich freue mich sehr auf eine Steigerung in den nächsten Wochen. 5. Und Bolasch. Ein wahnsinnig gut angetäuschter Paso Doble. Oh! Das ist doch super, 15 Punkte! Mit 15 Punkten, ab in die Lounge. Vielen Dank. Goodbye, Friends.